Koordinationstraining in der Luft, hoher Spaßfaktor inklusive. Mit einem exklusiven Flugtraining beim Vorarlberger Unternehmen Ducher Helikopter haben sich die DSV Alpin Techniker um Bundestrainer Matthias Berthold frühzeitig Weihnachtswünsche erfüllt. Das habe ich mir schon immer mal gewünscht und habe eigentlich gedacht, das wird nie in Erfüllung gehen, aber dass wir das jetzt so organisiert haben, das war echt cool. Doch bevor es losging, musste gepaukt werden. Denn um die obligatorische Theoriestunde kommen selbst Skistars nicht herum. Große Aufmerksamkeit der Flugschüler war dabei garantiert, wussten doch alle genau, gleich müssen sie einen 600 PS starken Helikopter lenken. Ja, das Briefing war schon sehr interessant, die ganzen Hintergründe bzw. auch die technischen Details der Geräte kennenzulernen und freue mich jetzt riesig darauf, dann selbst eine Runde zu fliegen. Letzte Unklarheiten wurden bei der Einweisung im Cockpit beseitigt, dann ging es ab in die Luft. Es folgte ein Rundflug von 20 Minuten am Doppelsteuer mit einem erfahrenen Piloten. Schweben, Kurven fliegen, Zwischenlanden. Heil am Boden angekommen waren dann selbst adrenalingewöhnte Alpinathleten von den Eindrücken überwältigt. Ja, unbeschreibliches Gefühl. Ja, irre. Also wenn er so neben dir sitzt und du weißt, okay, jetzt mach ich das selber. Aber das war echt cool. Furcht hatte ich nie. War einfach nur cool. Der Steuerknüppel, da Millimeterbewegungen und schon hat man einen großen Ausschlag. Und da muss man sich einfach ein bisschen rantasten. Aber ich glaube, dass wir schon ein bisschen ein Gefühl haben und dass wir uns da schon gar nicht so schlecht angestellt haben. Parallelen zum Skifahren haben Felix Neureuther und Co. beim Flugtraining übrigens auch ausmachen können. Und auch wenn er mal nach rechts rüber schwenkt und Richtung Wald zieht, muss halt cool bleiben und den Knüppel nach links ziehen, oder? Und so ähnlich ist es beim Skifahren ja auch. Also wenn du Richtung Wald schießt, musst du auch die Ruhe bewahren.